Alles in Ordnung? Ja, klar. Ja, klar. Ich brauche nur einen uralten Farn. Eine uralte Farm? Nein, ein Farn. Was sollte ich auch mit einer uralten Farm? Also wenn du einen Hahn suchst, bist du hier falsch. Dann solltest du zu einer Farm gehen. Nein! Oh! Ich mach mal Spaß, Willow. Wenn du Monolithen suchst, kann ich dir helfen. Was? Das ist der lateinische Name für Farn. Okay, ich brauche nur einen sehr alten Farn. Uralte Farne wachsen hier nicht auf Jorvik. Aber wusstest du, dass es weltweit rund 12.000 Arten gibt? Nö, nicht in Ernst. Aber in Mitteleuropa sind etwa 101 Arten beheimatet. Hast du die alle erforscht oder gezählt? Nö, steht auf Wikipedia. Aber warum dachte dann... Was? Ach, ich hatte nur von jemandem gehört, dass er so einen super coolen alten Farn besitzt. Nun, ja, das tue ich wirklich. Könntest du mir geben? Du bist dir nicht der Welt der Pflanzen bewusst. Weißt du, wie lange ich hinter so einem her war? Och, wir können jetzt nicht aufgeben. Kann ich dir einen anderen Farn anbieten? Ich brauche genau den. Es ist so, dass dieser zu den Urpflanzen Jorviks gehört. Für mich repräsentiert es die Stärke der Natur Jorviks. Mit seiner prähistorischen Vergangenheit kann der Farn locker ein paar tausend Jahre alt sein. Ich kann den dir nicht aushändigen. Es gibt doch sicherlich, was du haben möchtest. Was dir sehr viel bedeutet. Mehr als diese Pflanze. Ich bin zum Schutz der Natur Jorviks hier. Ich will sie vor Einflüssen von Menschen beschützen, die sie kaputt machen wollen. Die Pflanze ist der Anfang der Natur Jorviks. Ich bin Soul Rider und schütze Jorvik genauso. Und ja, ich verstehe die Bedeutung unserer Pflanzenwelt. Nein, es geht wirklich nicht. Faradu, ach, warum ist das alles so schwer? Ich will doch nicht, dass hier schon A38. Na okay, ich denke, wir könnten einen Kompromiss machen. Wenn du die Pflanze nicht beschädigst und nur ein Blatt nimmst, wäre ich damit einverstanden. Ja, das würde schon reichen. Dein Angebot steht noch. Welches Angebot? Der Tausch, dass ich etwas dafür bekomme. Wenn es sein muss. Wenn es dir wirklich so ernst ist, such jemanden für mich. Ich habe gehört, dass jemand im gleichen Geschäftsfeld arbeitet wie ich und genauso Naturprodukte herstellt. Ach, verstehe. Den soll ich dann um die Ecke bringen. Zum Italiener. Nein, was? Nein! Es geht um ein Miteinander. Gut, wenn diese sich nicht in dein Geschäft breit macht, was willst du dann von ihr oder ihm? Es ist so, dass ich gerne von ihr lernen will. Alles das, was sie über die Natur weiß. Ja, sie ist sicherlich ein großartiger Mensch. Wo wohnt sie? Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass ich glaube, dass ich ihr mal begegnet bin. Klingt ja nicht gerade genau. Vielleicht ein Name? Nun, den kenne ich auch nicht. Also, wie sollte ich sie dann finden? Das ist es ja. Ich habe sie vergeblich versucht zu finden. Wenn du es schaffst, würde ich bereit sein, mich von meinem Pfad zu trennen. Ja, ich fange am besten mal über Social Media an. Sie hat sicherlich Instagram. Überleg mal, wer sich tief im Wald herumtreibt und vielleicht sogar dort lebt, wird sicherlich auch kein Handy oder gar Empfang haben. Von wem hast du überhaupt gehört, dass sie auch mit den gleichen Produkten handelt? Und wo hast du sie gesehen? Also, zum ersten Mal bin ich ihr begegnet im Wald. Was heißt begegnet? Ich habe sie eher in den Augenwinkeln erhascht, als ich gerade nach den passenden Kräutern für meinen Illusionstee suchte. Ein Illusionstee? Ja, das ist der Wahnsinn. Man kann durch ihn mehr wahrnehmen, als deine jetzige Wahrnehmung dir möglich macht. Alles klar. Und du hast nicht von den Kräutern genascht? Aber Ivo, der Effekt tritt nur ein, wenn man diese mit Wasser aufbrüht. Du musst es ja wissen. Da habe ich sie gesehen. Sie hat einen Vogel auf der Schulter. Das glaube ich zumindestens. Ich erschrak, als ich sie bemerkte, denn zuvor hatte ich niemanden hinter mir gehört. Wirklich. Kein Knacken der Äste. Ja, und dann? Dann habe ich mich vollständig zu ihr umgedreht. Aber sie war weg. Nein, natürlich. Also hast du einen Yeti von Jorvik gesichtet. Glaubst du mir nicht? Doch, aber deine Geschichte hört sich ein wenig, ja, eigenartig an. Was ist bitte nicht eigenartig in Jorvik? Punkt für dich. Und das ist das einzige Mal, dass du sie gesehen hast? Ja, aber als ich Jasper seine Bestellung übergeben wollte... Der alte Kauz kauft bei dir ein? Ja, er ist sogar einer meiner besten Kunden, was Pilze angeht. Ich fragte ihn noch, ob er auch was gegen seine Knieschmerzen haben möchte. Da erzählte er mir doch glatt, dass er von einer anderen Verkäuferin was verkauft bekommen hat. Wenn ich das Unmögliche möglich mache und sie finde, bekomme ich dann den Farn? Ja! Fangen wir bei Jasper an? Da ist der alte Griesgram. Also, besonders freuen tut es mich ja nicht, ihn zu besuchen. Ein Lächeln aufsetzen. Hallo Jasper, ich hörte, du kaufst Produkte, die nicht nur von Farah sind, sondern von jemand anders? Hm, ja. Okay, wer ist das?
Kenne ich nicht. Also kein Namen oder schmeißt die Sachen einfach durchs Fenster und du hast sie noch nie gesehen? Sie erinnert mich an eine alte Schulfreundin. Schulfreundin? Das hört sich doch noch was an. Wie sieht sie aus? Warum fragst du? Das geht dich gar nichts an. Jasper, es ist wirklich wichtig. Bitte, ich möchte sie gern kennenlernen. Junge Leute. Okay. Sie strahlt eine gewisse Lebhaftigkeit aus. In Verbindung mit der Natur. Oh, okay. Hört sich ja echt interessant an. Nur, wie sieht sie aus? Und hat sie keinen Namen? Jung und eine natürliche Schönheit. Das sind nicht viele Details und auch nicht sehr genau. Dann geh doch. Ach, Jasper, nein, so meine ich das doch nicht. Das tut mir leid, dass ich ja. Das ist alles, was ich weiß. Ich sehe sie nur kurz, wenn sie vorbeikommt. Ah, du hast sie also kennengelernt. Was hat sie dir angeboten? Ja, sie kommt eigentlich immer aus dem Nichts. Ich habe mich gerade um meine Kürbisse gekümmert. Und dann stand sie plötzlich da, vor meinem Haus. Ich habe natürlich gesagt, dass sie machen soll, dass sie wegkommt. Oh, wie hat sie denn darauf reagiert? Mit einem Lächeln. Sie fragte, ob ich eine Salbe gegen meine Knieschmerzen brauchte. Und brauchtest du es? Hast du ihr Angebot angenommen? Ja. Warte, woher wusste sie, dass du genau das brauchst? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich Farmer bin und hart arbeite? Ich sagte ihr auf jeden Fall, ich würde gerne was haben. Sie hat eine Dose aus ihrer Tasche geholt und gab es mir. Wie viel kostet das? Fragte ich. Nichts, antwortete sie. Probier es aus. Sag's mir, ob es geholfen hat. Ich drehte mich nur für einen Moment um, um die Dose auf die Treppe meines Hauses zu legen und wollte fragen, ob sie Kürbis als Dankeschön haben möchte. Und sie war weg. Einfach so? Ich hab mir das nicht eingebildet. Das meinte ich nicht. Es ist nur so verwunderlich. Die Salbe hat mir sogar besser geholfen als die von Farah. Das Mädchen ist wirklich begabt. Sie hat dir nicht zufällig ihr Firmennamen genannt? Ich meine, wo du neue Produkte bestellen kannst. Ich denke, sie weiß, wo sie mich findet. Nun, das hört sich ja aber nicht vielversprechend an. Doch, das Zeug hilft super. Nein, ich meinte, weil ich sie doch suche. Ich bin mir sicher, sie wird dich finden, wenn du sie brauchst. Na, dann noch einen wunderbaren Tag, Jasper. Komm, Rose. Kommt dir die Beschreibung bekannt vor? Schönheit ist eher subjektiv. Was man schön findet, liegt im Auge des Betrachters. Und mit der Natur verbunden sind viele hier in Jovik. Ja, wie Rainen halt. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass sie eher die Konkurrenz aus dem Weg räumen will. Da überlegen wir erstmal darüber nach und gehen zum nächsten Punkt auf der Liste. Ist was? Ich weiß nicht. Alles in Ordnung. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Du meinst, der Fluch macht sich jetzt bemerkbar? Ich denke schon. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das gemeinsam. Wie immer. Wir gehen zur Baroness. In ihrer Bibliothek lagern Tonnen von Büchern, die Jahrhunderte zurückliegen. Wenn es über den Friedrich von Strauch etwas zu finden gibt, dann da. Er ist schon lange tot. Also Leute, die ihn kennen, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das ist wirklich ein Problem. Aber ich weiß, dass die damalige Baroness früher viel mehr Einfluss und Macht hatte hier in Silverglade. Alle, die hier einreisen wollten, mussten an ihr vorbei und vor allem sich melden. Verstehe. Du meinst, es gibt also Aufzeichnungen von ihnen, wer wohnte und ein paar persönliche Informationen? Ja, genau. Es wurde ein Register mit allen hier lebenden Leuten angelegt. Dort sollten wir erstmal Informationen herausfinden können. Gut, nur die Bibliothek ist keine öffentliche Bücherei. Dort hineinzukommen wird nicht einfach. Erstmal fragen wir die Baroness. Na klar, dann fragen wir mal. Sie ist kein Unmensch. Das war's für heute. Morgen brechen wir die Bibliothek der Baroness ein. Und dort wird uns eine riesen Überraschung erwarten. Bis dahin, tschüss.